Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf dem Meisterfahrer-Kanal zu Gran Turismo 7. Jo, ich begrüße an dieser Stelle einen Tony Chopper, allerdings, ihr werdet ihn nicht hören, sondern ich kann ihn nur hören. Aber ich begrüße dich trotzdem. Ja, also wir machen jetzt heute hier bei einem Toyota Gazoo Racing GT Cup mit im Sportmodus von Gran Turismo 7. Und ich habe das eigentlich sehr zufällig gesehen. Und ja, und da habe ich gedacht, ah komm, machen wir das doch gleich als Video und gucken wir mal, wie wir hier abschließen werden. Tja, also ich habe jetzt hier mal meine ersten zwei Runden gedreht mit diesem Fahrzeug hier. Also fährt sich ganz gut. Ein bisschen schwach auf der Bremse, nach meinem Gefühl. Aber ja, müssen wir halt ein bisschen eher bremsen. Können jetzt auch nicht ganz so viel riskieren. Und dann schauen wir mal. Ich sehe gerade hier in der Startaufstellung, aktive Punkte wird angezeigt bei mir 3. Ich überlege gerade, habe ich überhaupt schon mal von der Serie in Cup mitgefahren? Ich wüsste jetzt nicht wann. So. Ja, jetzt beginnt das Qualifying. Es geht 5 Minuten. Und danach ist das Rennen von 12 Runden. Wir haben ein Verbrauch von Reifen und Treibstoff von 1, also relativ wenig. Und genau. So, jetzt lassen wir hier erstmal kurz die Kollegen schon mal vorfahren. Also hier jetzt weiß ich gerade jetzt nicht, also ich kenne jetzt hier die Fahrer nicht, was hier gerade am Start sind. Ja, wir sind jetzt hier auf Sportreifen hart unterwegs. Und fahren hier gerade schon mal wieder in die Wiese, ist ja schon wieder ganz toll. Also 5 Minuten Zeit, ich tippe mal, das sind so 2 Runden, wo wir hier auf Zeit fahren können. Und hier der Kollege macht jetzt hier einen Rasenmäher-Simulator. So. Endlich mal wieder ein Online-Rennen. Nach sehr langer Zeit. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß jetzt gleich hier mit dem Rennen. So, jetzt hier voll in die Eisen rein. Wow, die Karre kommt quer. Also auf dieser Strecke hier hätten wir als mit dem Nissan GT-R fahren können. Das wäre auch so eine coole, ja, coole Möglichkeit gewesen, ja. Jetzt sind wir hier abgeflogen gewesen, das hat wieder sehr viel Zeit gekostet. Und verschalten wir uns auch noch, ach komm, geht ja schon wieder gut los hier. Ach,
Ach, zu weit weg. Eieieiei. Knapp 2 Minuten noch. Na, ein Vorteil hat's. Mehr wie letzter können wir ja nicht werden, ne? Also hier muss ich auf jeden Fall viel eher anbremsen. Aktuell auf Position 10. Und wieder zu weit rausgekommen. Oi, 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 oi. Ah, das war jetzt ein bisschen unlogisch von mir, dass ich hier gerade geschaltet habe. So, und ich bekomme eine halbe Sekunde Strafe, weil ich ein bisschen out of track war. Also gut. So, also wir können jetzt hier noch die Runde zu Ende fahren, weil die Zeit ist hier abgelaufen. Aha, so können wir es jetzt besser machen. So. Und damit ist das Qualifying beendet. Aktuell auf Position 12. So, schauen wir mal, ob sich hier noch ein bisschen was ändert. Nee, da ändert sich nichts mehr, so wie es hier ausschaut. Und ja. Ja, da wäre noch ein bisschen mehr gegangen. Wenn man die Verbremser da jetzt rausnimmt. Na, da hätte man vielleicht. Ah, ich würde jetzt mal so schwer behaupten, Platz 10 belegen können. Wobei es wäre noch mal so 1, nee, halt, warte mal, ja, Platz 10, Platz 11 wäre vielleicht drin gewesen. So, jetzt geht's hier gleich los mit dem 12 Rundenrennen bei herrlichem Wetter von 25 Grad hier auf dem Road Atlanta Raceway. So, wie ich hier gerade sehe, Deutschland ist ja auch mit vertreten mit 2 weiteren Fahrern.
Spanien ist mit dabei, Belgien ist dabei und auf Position 1 ein Italiener. Ja, gucken wir mal. Also mein Ziel ist auf jeden Fall die Top 10. Ob wir es schaffen werden, wäre natürlich sehr schön. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. So, jetzt sehen wir hier nochmal die Startaufstellung. Immerhin, das Fahrzeug ist ein Viertürer. Oh, da kommt einer. Heieiei. So. Ich meine, so von der Optik schaut das Fahrzeug eigentlich ganz nice aus, muss man sagen. So. Und go! Oh, sag mal. Wir halten uns hier am besten überall mal so ein bisschen raus und gehen gleich mal hier ins Kiesnei, weil unser Auto quer gekommen ist. Was allerdings jetzt nicht schlimm ist. Wir haben hier noch recht lang Zeit und uns wieder hier ans Feld zu kämpfen, siehst du? Kaum sage ich, sind wir schon wieder ein Platz näher. Oh, da vorne ist einer abgeflogen. Ich meine, so Online-Rennen hat schon was, muss man sagen. Also, wenn es gut fair gefahren wird, dann da kann man schon ganz schön viel Fun haben. Ja, ich habe natürlich jetzt in der vergangenen Zeit bei einem YouTuber zugeschaut, dem was viel mit Sim Racing zu tun hat oder viel mit Sim Racing macht, der Mavix. Grüße gehen raus. Das ist ein cooler Typ. Der kann aber auch ziemlich geil fahren, muss ich sagen. Ja, kennt sich sehr gut aus. Der spielt hauptsächlich Assetto Corsa Competizione. Ich meine, diese Rennsimulation habe ich auch. Allerdings hapert es bei mir noch so ein bisschen an den Einstellungen Sachen. Und also ein bisschen ans fahrerische Können. Und ja. Aber wie sagt man so schön, man kann sich in allem verbessern. Ja, so Sim Racing oder so ist schon eigentlich eine sehr nice Sache. Interessiert mich auch sehr. Das leitet hier. Oh, jetzt habe ich hier kurz aufmachen müssen, hier die Lenkung. Jetzt haben die sich hier weg, ich glaube es gleich, ey. Immerhin auf Platz 13 sind wir jetzt wieder.
Oh, hier musst du aufpassen. Sorry, sorry, ja, das war jetzt mein Fehler. Oh, hier geht. Oh, 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 oh. Ah, das war jetzt hier Massencrash. Sorry. War das ja, komm, fahr vorbei. So. Das war jetzt hier mal Fair Play von mir. So, jetzt mache ich hier wieder ein bisschen Attacke. Wow, und schon wieder weggedreht. Eieieiei. Ich habe schon mal einen Livestream gesehen vom Mavix, da hat er bei einem Rennen mitgefahren mit 80 Fahrzeugen auf der Strecke von Suzuka. Ich habe gedacht, ey, was für ein geiler Scheiß. Da habe ich gedacht, wow, wenn du da jetzt mal mitfahren könntest, das wäre doch echt geil. Ja, das sind so Spezialevents, sage ich jetzt mal. Geht auch viel über, wie gesagt, über so eine Online-Community. Und ja, vieles geht auch über die ESL. Also eigentlich auch eine ganz coole Sache. Oh mein Gott. Also ich habe ja nichts gegen Toyota, ne? Toyota ist an für sich ein guter Autohersteller. Aber jetzt hier in dem Spiel, gerade jetzt von diesem Fahrzeug hier, die Bremse hätte ein bisschen härter sein können, finde ich. Aber okay, ja, siehst du, jetzt kriege ich 8,5 Sekunden Strafe. Nachdem wir uns jetzt hier wieder auf 13 vorgekämpft haben. Ja, jetzt ramm mich bloß nicht. Ich sag's doch. Du kannst leider hier vorne vorbei. Ich weiß, dass du schneller bist. Ja, siehst du, schon ist es passiert. Schon haben wir uns hier wieder weggedreht, ey. Eieieiei. Ein minimaler Reifenverschleiß haben wir. Ganz, ganz wenig. Und ich muss mal gucken, dass ich mir mal in der nahen Zukunft ein neues Rennlenkrad hier mal zulegen werde. Auch mit Direct Drive. Was ja heutzutage ziemlich geil ist. Na, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was die Simracing Zukunft noch so mit sich bringt, auch an Rennsimulationen. Vielleicht werden wir das eine oder andere mal austesten. Was ich auf jeden Fall ausprobieren möchte, ist das neue Forza Motorsport ab Oktober. Das wäre schon ziemlich nice. Kommt halt dauernd quer, ne?
Also unsere beste Rundezeit war eine 1:45.936. So, was ist jetzt mit dir? Oh, das sieht ziemlich verbeult aus, ey. Och, warum bremst denn der? Nur weil er gebremst hat, bin ich auch auf die Bremse. Und habe ich hier gleich mal wieder umgedreht. Mann. So, der hat sich auch verabschiedet, jetzt haben wir einen Witter. Also jetzt dreht sich eigentlich nur noch darum, wo kommen wir ins Ziel, Platz 14 oder Platz 15? Platz 13 ist über 16 Sekunden vorne weg. Das ist viel zu viel. Na gut, durch die ganzen Dreher. So. Also ich frage mich nur, wie die Spieler hier Zeit haben, während dem Rennen hier zu chatten. Wie soll das bitte schön gehen? Ich würde sagen, fahr doch einfach hier euer Rennen fertig und gut ist und chattet hinterher. Aber okay, muss man jetzt nicht verstehen. Und ich muss auf jeden Fall mehr üben, so viel ist sicher. Ich bin aber auch nur so ein Gelegenheitszocker. So, mal gucken, ob ich im Oktober, Mitte Oktober findet ja die Sim Expo statt in Dortmund. Das hört sich auf jeden Fall sehr interessant an, wo man Lenkräder und so Zeug, alles was mit Simulations, Rig etc. zu tun hat, wird dort wahrscheinlich vor Ort sein. Vielleicht fahre ich mal hin. Und gucken wir das Ganze mal an. Ist bestimmt sehr interessant. Letztes Jahr war sie auch gewesen. Ich meine sogar in Nürnberg. Aber es habe ich viel zu spät leider mitbekommen. Und ja, dieses Jahr habe ich es natürlich jetzt mitbekommen, dass sie in Dortmund stattfindet. Oh, wieder weggedreht. Ey, das gibt's nicht, ne? Das darf echt nicht wahr sein, du. Ja, ich bitte hier
Entschuldigung natürlich für diese Gurkerei hier. Hier mein Lenkrad weist schon hier so ein bisschen Verschleiß auf. Das gute alte Thrustmaster T300 Alcantara. Was ich mir damals zugelegt habe. Ich hatte schon eine schöne Zeit mit dem Lenkrad hier gehabt. Mein erstes Force Feed. Ne, ich hatte vorher, ganz am Anfang hatte ich mal ein Logitech gehabt, aber das hat mir dann irgendwie nicht so gepasst. Dann habe ich es wieder verkauft und ja, jetzt Jahre später kam halt eben hier das Thrustmaster zum Einsatz. Und ich kann natürlich jetzt nur von meiner Seite aus sagen, aber ich bin gerne mit dem Lenkrad gefahren. Früher logischerweise alles mit Controller, aber heutzutage nur noch Lenkrad. Ich kann schon mit dem Controller gar nicht mehr fahren, so wirklich. Ich frage mich eh, wie es werden soll, wenn ich dann mal Gran Turismo 4 Videos machen werde auf der PlayStation 2. Ja, dann muss ich vorher noch mal üben ein bisschen. Oh Gott, 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 Gott. So, Runde 10. Ja, Gott sei Dank bin ich in Real Life ein besserer Autofahrer wie jetzt hier im Game. Ja. Das gibt's alles nicht, ne? Und das Spiel bringt mir wieder eine Strafe auf. Ei. So, also wir fahren das Rennen jetzt hier auf jeden Fall noch fertig, auch wenn wir jetzt hier voll verkackt haben auf gut Deutsch, aber ich meine, wir haben noch
über eine Minute Rückstand auf den Spitzenreiter und knapp 12 Sekunden Rückstand auf den 12-Platzierten. Das ist schon eine sehr, sehr viel Zeit. Ich meine, wenn die Dreher nicht gewesen wären, hätten wir vielleicht doch besser abgeschlossen. Und wie gesagt, ich bin jetzt hier ganz spontan an dem Cup teilgenommen. Ich bin vorher mit dem Fahrzeug eigentlich gar nicht wirklich gefahren. Aber gut. Jedenfalls haben wir es mal probiert. Und ich dachte für euch auf jeden Fall, ja, um euch zu zeigen, was hier so alles passieren kann. In so einem Cup. Na, ich bin auch schon Cups gefahren, da ist er bis. Da habe ich auch schon besser abgeschnitten. Naja. Oh, das gibt wieder eine Strafe. Oder auch nicht. Aber da muss ich sagen, da erkennt das Spiel doch, dass ich mich da verbremst habe und gibt mir dann die Strafe nicht. So, wir sind jetzt an den 12-Platzierten auch ein bisschen näher rangekommen. Aber dass wir jetzt hier noch hier angreifen können, das ist ausgeschlossen. Ja. Sage ich doch, ausgeschlossen. So. Und die Zeit ist jetzt hier auch vorbei. Komm, lass mich doch wenigstens ein bisschen. Nee, hat jetzt nicht mal gelangt. Ich bin nicht mehr über die Ziellinie gekommen. Naja, egal. Platz 13. Und ja, dann war's es von meiner Seite aus. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.